So, schreiben wir dann den Satz über die impliziten Funktionen mal präzise an. Also der Satz läuft normalerweise unter dem Namen Satz über implizite Funktionen. Der sagt uns halt, ob wir so implizite Relationen auflösen können, indem wir einen Teil der Variablen durch die anderen ausdrücken. Ja, was ist der Rahmen? Also ich habe diese Mengen U1 und U2. U1 lebt dem R hoch M. U2 lebt dem R hoch N. Ja, die sollen offen sein. Und auf denen ist meine Funktion G definiert. Also G ist eine Funktion von U1 kreuz U2. Und die geht in den R hoch N. Also hier habe ich M-Argumente, hier habe ich N-Argumente und was rauskommt, das sind N-Größen. Ja, die ersten M-Argumente, die nenne ich X, also im Prinzip ist es X1 bis Xm. Die zweiten Argumente im R hoch N, die nenne ich Y, also das sind eigentlich Y1 bis Yn. Ja, und das wird abgebildet auf G von XY. Und was hier rauskommt, ist ein Vektor der Größe n. Also im Prinzip habe ich hier n Funktionen von x und y. Also n Relationen zwischen x und y. Und ich muss jetzt natürlich annehmen, dass diese Funktion g, ja, die mir die Relation gibt, dass die schönen Differenzierbarkeitsvoraussetzungen hat. Also ich nehme an, wie üblich, dass diese Funktion partiell stetig differenzierbar ist. Also von Klasse C1. Und zwar in all seinen Argumenten. Also es ist eine Funktion von m plus n Argumenten, also eine Funktion ja, von m plus n nach n. Nicht unbedingt, ja. Also alle partiellen Ableitungen, die ich hier nur bilden kann, die sollen halt ja, existieren und stetig sein. So, und jetzt nehme ich an, also was mich interessiert, ist eine Lösung von g von x. Und dann will ich hier ein y finden, das von x abhängt, sodass das gleich 0 ist. Und ich nehme an, ich habe eine Lösung. Ich muss von irgendwo starten, also ich habe eine Lösung. Und dann will ich gucken, ob ich in der Umgebung von dieser Lösung weitere finden kann und ob ich da die ys durch die x ausdrücken kann. Also ich nehme an, ich habe eine Lösung. Die nenne ich halt x0, y0. Die liegt halt in U1 kreuz U2, also x0 liegt in U1, y0 in U2. Und das soll halt eine Lösung sein von meiner Gleichung, also g von xy gleich 0, also soll gelten g von x0, y0, das ist gleich 0. Ja, und jetzt, gut, muss ich halt die richtige Voraussetzung über das g machen, damit alles funktioniert. Und das haben wir hier gesehen. Die richtige Voraussetzung ist, dass ich mir halt partielle Ableitungen von den Gs angucke, aber nur nach den Variablen, nach denen ich das auflösen will. Also nur nach den Ys. Ja, das heißt, meine Voraussetzung ist, dass halt diese Matrix von diesen Ableitungen jetzt natürlich an dieser Stelle hier invertierbar ist. Also Voraussetzung und sei die Matrix, die ich jetzt vielleicht formal als dy g an der Stelle x0 y0 bezeichne. Ja gut, das ist ein Teil der Jacobi-Matrix an dieser Stelle, aber welcher Teil? Natürlich genau dieser Teil. Also das hier soll jetzt symbolisch dafür stehen, dass ich nach g nur die partiellen Ableitungen nach den ys nehme und nicht nach den x. Das heißt also, das ist einfach die Matrix, wo halt jetzt an der ij-Stelle, da steht halt die Ableitung von der Funktion gi nach der Variablen yj. Ja, und das Ganze, diese Ableitung, nehme ich halt an dieser einen Stelle x0, y0. Ja, und das ist eine n mal n Matrix. Ne? Also das gi hat n, also das g hat n Komponentenfunktionen, g1 bis gn. Und von den ys, da habe ich ja auch n Stück. Also das i und das j hier läuft von 1 bis n. Also das Ganze ist eine n mal n Matrix. Also es macht Sinn zu fragen, ob die invertierbar ist oder nicht. Okay, und ich nehme jetzt an, diese Matrix sei halt in diesem Punkt hier, x0, x0, y0, die sei invertierbar. Gut, ja, und was ist dann meine Aussage? Also das hier sind meine Voraussetzungen. Die Aussage ist, dann kann ich lokal diese Gleichung hier
g von xy gleich 0 lokal wirklich lösen, indem ich halt Lösungen y finde, die von den x abhängen. Ja. Oder genauer, also lokal heißt wieder, es gibt offene Umgebungen. Also dann gibt es offene Umgebungen. Also ich kann die nicht auf dem ganz U1 und U2 lösen, sondern ich muss mich da auf kleinere Teile einschränken. Also ich nenne das V1, das ist eine Teilmenge von U1. Und es soll eine Umgebung von X0 sein. Also das X0 soll in dem V1 drin liegen. Das ist eine kleine Umgebung von dem X0. Und ich habe eine Umgebung von dem Y0, die nenne ich halt V2. Die soll natürlich in dem U2 drin liegen. Ja, das soll eine Umgebung von Y0 sein. Ja, und dann in diesem Rahmen gibt es halt eine Funktion, die mir die Y als Funktion von den X ausdrückt, sodass, wenn ich dann das X und das entsprechende Funktion von den X in mein G einsetze, das dann weiterhin 0 rauskommt. Also und eine Funktion, also die Funktion ist hier das Wichtige, das ist die Lösung von meiner Beziehung zwischen x und y. Also die Funktion nenne ich jetzt f, die geht natürlich von v1 nach v2. Also hier leben die x, hier leben die y. Und die Funktion hat natürlich auch wieder schöne Differenzierbarkeitseigenschaften, die ist nämlich auch von Klasse C1. Ja, und was erfüllt diese Funktion? Das Wichtigste, die erfüllt halt die Gleichung, die mich interessiert. So, das nämlich gilt, dass wenn ich das g von x nehme und jetzt für y setze ich jetzt f von x ein, dann kommt 0 raus. Und das soll halt gelten für alle x in dieser Umgebung um das x0. Ja? Und dann ist natürlich, weil diese Funktion nach V2 geht, lebt dieses f von x dann halt in dieser Umgebung V2 von dem y0. Nicht? Also insbesondere das f bildet halt, bildet halt das x0 auf das y0 ab. Vielleicht sollte ich das auch noch expliziter dazu schreiben. Das ist jetzt nicht hier, aber vielleicht schreibe ich es also hier noch explizit dazu. Das heißt also f von x0 ist natürlich das y0. So, nicht? Und dann habe ich halt eine Fortsetzung in der Umgebung von dem x0 und ich kriege dann Werte raus, die in der Umgebung von dem y0 liegen. Ja, und vielleicht auch interessant oder ja, wichtig ist, dass das hier wirklich eine eindeutige Lösung ist. Nicht? Also es ist nicht nur die Aussage, es gibt eine Lösung, dass ich das y als f von x schreiben kann, sondern zumindest in diesem lokalen Bereich gibt es nur diese eine Lösung. Also die Lösung ist eindeutig. Ja, und das beinhaltet dann eigentlich diese Aussage hier auch, aber es kann nichts schaden, das da explizit hinzuschreiben. Also ich schreibe es hier dann nochmal dazu. Also die Lösung f von x ist lokal eindeutig. Okay, das ist so wichtig, dass es vielleicht, sollte ich nochmal genau hinschreiben, was meine ich damit? Damit meine ich also, wenn ich Punkte xy habe in diesen kleinen Gebieten, V1, V2, also das x in V1, also in dieser kleinen Umgebung um das x0 rum, ein y in einer kleinen Umgebung um das y0 rum, so dass halt dieses Paar, diese Gleichung g von xy gleich 0 erfüllt, dann muss es automatisch so sein, dass dieses y genau diese Funktion von dem x ist. Ja, das heißt also, hier in dieser kleinen Umgebung gibt es für ein x gibt es nur genau ein y, das diese Gleichung erfüllt. Ja, und dieses y schreiben wir dann als f von x. Also wenn das hier der Fall ist, dann folgt daraus, das y ist gleich das f von x. Und natürlich hier steckt drin, wenn ich jetzt das x als x0 wähle, dann muss das y automatisch das y0 sein. Ne? Weil wir wissen ja schon, das ist eine Lösung. Nicht? Also das hier oben steckt hier mit drin, aber es kann nichts schaden, das nochmal explizit hinzuschreiben. Gut, okay, das ist also die allgemeine Aussage. Und vielleicht will ich noch eine Bemerkung dazu machen, dass ich natürlich auch was über die Ableitung dieser Funktion aussagen kann. Also hier, ich meine, das meiste, was wir hier sagen,
Sagen, das sind ja quasi Existenzaussagen, nicht? Also wir fragen uns, wir haben hier Gleichungen, die Frage ist, existieren Lösungen, nicht? Und da können wir sehr schöne Aussagen machen. Na, natürlich die Lösung explizit hinschreiben, können wir typischerweise nicht. Ja? Wir können vielleicht sagen, naja gut, wir sollten unsere Gleichung linearisieren, dann schreiben wir die linearisierte Version hin, die können wir lösen, dann ist die wahre Lösung ist ungefähr gleich der linearisierten. No? Das ist aber wirklich eine explizite Form von der echten Lösung, das können wir nicht angeben, aber das mit der linearisierten Form, das können wir auch so ausdrücken, dass wir was über die Ableitung dieser Funktion f aussagen können. Ja, das heißt, das ist im Wesentlichen nichts anderes, als zu sagen, dass diese Funktion f eigentlich nahe ist an der Lösung der linearisierten Gleichung. Aber gut, vielleicht sollte ich das nochmal explizit hinschreiben, weil das ist vielleicht auch eine allgemeine Tatsache. Also wenn ich Funktionen habe, dann will ich ja oft was über Ableitungen wissen. Ne? Wenn ich explizit definierte Funktionen habe, dann kann ich die Ableitung hinschreiben. Hier ist es halt so, meine Funktionen habe ich nicht in expliziter Form, sondern die sind implizit gegeben, dadurch, dass ich Gleichungen habe, die mir die Funktion definieren. Ne? Dieser Satz hier sagt, dass durch so eine Gleichung, zumindest lokal, so eine Funktion wirklich definiert ist. Und dann kann ich mich natürlich fragen, ja, wie kriege ich denn dann die Ableitung von meinen Funktionen? Nicht? Und wenn ich keine explizite Form der Funktion habe, dann kann ich auch nicht wirklich Ableitungen davon nehmen. Was ich aber machen kann, ist, ich kann quasi Ableitungen der Gleichungen nehmen und die geben mir dann Gleichungen für die Ableitung der Funktion. Nicht? Also das ist sozusagen so implizites Differenzieren. Also beachte, dass wir die Ableitungen der Lösung f durch halt Ableitungen aus der Relation g kriegen können. Also die Ableitung der Lösung f durch die Ableitungen der Relation g ausdrücken können. Ja, und warum das? Naja gut, ich kann ja meine Relation nehmen. Ne? Ich habe ja, also f erfüllt ja die Gleichung, dass g von x, f von x ist gleich 0. Ne? Der Satz garantiert mir unter meinen Voraussetzungen, dass es eine eindeutige Funktion f gibt, die halt diese Gleichung erfüllt. Und wir wissen dann sogar, diese Funktion ist partiell stetig differenzierbar. Das heißt, ich habe hier lauter differenzierbare Funktionen. Und dann habe ich hier auf der Seite, habe ich jetzt quasi die Komposition stehen von g mit, okay, hier ist die Identität, aber hier mit der Funktion f. Das heißt, ich kann, wenn ich das hier nach x ableite, wenn ich das hier als Funktion von x betrachte, dann kann ich das nach x ableiten. Und dann kriege ich natürlich, gut, auf der Seite 0, aber nach der Kettenregel kriege ich dann natürlich auch Ableitung von dieser Funktion f. Das heißt also, wenn ich das hier ableite, also diese Seite hier als Funktion von x betrachtet, ja, kann ich jetzt nach x ableiten, aber nach der Kettenregel weiß ich ja, das ist das Gleiche wie die Ableitung von dem Argument nach x, oder das ist die partielle Ableitung von g nach diesem Argument, und dann muss ich dieses Argument nach x ableiten, plus die partielle Ableitung von g nach diesen Argumenten, und dann muss ich halt dieses Argument nach x ableiten. Also die Kettenregel, die sagt mir halt, wenn ich also dieses Ding hier nach x ableite, das ist das Gleiche wie diese Funktion g nach den ersten Argumenten, also nach den x-Argumenten abzuleiten. Das bezeichne ich also so. Das hier ist jetzt also quasi der Teil der Jacobi-Matrix von G, der die partiellen Ableitungen nach x enthält. Das muss ich dann multiplizieren mit der Ableitung von dem Argument nach x. Aber das ist ja dx nach dx. Das ist die Matrix, die enthält halt die Ableitung von dxi nach dxj, aber das ist natürlich genau die identische Matrix. Ne? Hier habe ich in der ersten Komponente, habe ich ja einfach nur die identische Funktion. Ne? Also die Ableitung ist natürlich das Identische. Okay, hier, dann kriege ich den zweiten Term. Ich muss also das g, partielle Ableitung von g, nach seinen y-Variablen nehmen. Ne? Das ist also die Ableitung von g nach den y-Variablen. Und das muss ich dann multiplizieren mit den Ableitungen von dem, was hier steht, nach dem x. Also mit df nach dx.
So, und das ist natürlich 0, ne? Weil das hier als Funktion von x ist ja konstant 0. Wenn ich das nach x ableite, kommt 0 raus. Ja, und damit sehe ich halt, ich kriege halt diese Relation hier und hier steht jetzt halt die Ableitung von f nach seinen Argumenten. Und hier habe ich halt partielle Ableitungen von dem g stehen, nicht? Und das hier ist natürlich einfach die Identität. Das sind also Matrizen hier, ne? Das hier ist, also, ja, das ist die Jacobi-Matrix von F und das hier sind Teile der Jacobi-Matrix von G. Ja, und hier steht die Identität und das kann ich jetzt natürlich nach dem hier auflösen. Und jetzt sieht man wieder, wenn ich das auflösen will, brauche ich natürlich, dass dieses Ding hier invertierbar ist. Ja, aber das ist ja genau das, wo ich die Voraussetzung drüber gemacht habe. Ne, zumindest an der Stelle x0, y0, aber das gilt dann natürlich auch in einer kleinen Umgebung. Also in der Umgebung, die ich hier betrachte, wird es halt so sein, dass das Ding hier dann auch invertierbar ist. Nicht? Also wenn ich das jetzt auflöse, dann kriege ich halt, dass die partielle Ableitung von f nach x ist also, gut, ich bringe das hier auf die andere Seite, ne, dann habe ich ein Minuszeichen, dann habe ich halt das hier stehen und dann multipliziere ich mit dem Inversen von dem. Also, ja, ich habe dann also das ist minus das dy von g, davon nehme ich das Inverse, ja, das ist Inverse von der Matrix hier, ja, das schaffe ich auf die andere Seite und ich multipliziere es dann mit dxg. So, ne, und das passt jetzt zusammen, weil, was ist die Größe? Das hier, das dy von g, ne, das ist ja eine n-Kreuz-n-Matrix, ja, das ist ja das Inverse von dem hier, ist n mal n, also das kann ich invertieren, das ist okay. Und die anderen Sachen brauche ich nicht zu invertieren. Die anderen Sachen, die müssen nicht quadratisch sein. Also hier habe ich dxg, ja, das liegt ja im r hoch n mal m. Ja, das g hat ja n Komponenten und hier leite ich nach den x-Variablen ab und davon gibt es m Stück. Also das ist das hier, also das passt auch mit der Multiplikation zusammen. Wenn ich das multipliziere, eine n mal n mit einer n mal m Matrix, dann kommt eine n mal m Matrix raus und das ist ja genau das hier. Also das hier ist im r hoch n mal n. Ja, ne? Also das f ja, das f hat n, nee. Das geht nach n mal m. Also das hier ist auch nicht quadratisch, sondern das ist auch rechtwinklig. Ja, das n, ich habe ja, ja, was habe ich? Das m sind meine Variablen, das sind die x-Variable, von denen habe ich m Stück. Und das f, das geht ja, ja, wo geht es hin? Das geht nach v2, das lebt also im r hoch n, ne? Also das ist eine n mal m Matrix hier. Also das passt alles sehr schön zusammen. Und ich habe hier wirklich eine Formel. Nicht? Also ich habe meine Gleichung. Da weiß ich, es gibt eine Lösung. Die habe ich typischerweise nicht explizit. Ja? Aber ich kann mir quasi aus dieser Gleichung durch Ableiten auch Gleichungen für die Ableitungen meiner Funktion verschaffen. Ich kann also die Ableitung der Funktion ausdrücken durch Ableitung der Funktion g, die mir die Relation, die mir die Gleichung beschreibt. Ja, okay, und das ist eigentlich die wesentliche Aussage, also die ich hier vorstellen wollte. Und wie gesagt, der Satz über implizite Funktionen, wenn ich den Satz vom der lokalen Invertierbarkeit habe, ist es eine einfache Folgerung davon. Ne? Also da brauche ich eigentlich nichts mehr zu tun. Im Wesentlichen habe ich ja gezeigt, wie ich das eine auf das andere zurückführe. Der Satz von der lokalen Invertierbarkeit, das war schon ein schwierigerer Satz, da steckt also schon mehr dahinter. Den haben wir nicht bewiesen, aber wie gesagt, es geht uns nur darum, dass wir diese ja, Aussagen hier verstehen, dass wir wirklich verstehen, dass wir doch sehr mächtige Werkzeuge haben, um zumindest was über die Existenz und hier auch über die Eindeutigkeit der Lösungen von impliziten Relationen aussagen zu können. Ja, genau. Okay.